Leute, willkommen zu einem Video und zwar zu einem Wer würde eher mit Jurena, wie immer, gefühlt, weil ich keine anderen Freunde habe. Auf jeden Fall habe ich auf Twitter noch ein paar Fragen gefragt, also wer würde eher fragen, also folgt mal auf Twitter. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Okay, wer würde eher seinen MC-Account löschen, das ist eigentlich klar. Ja, würde eher bei dir mehr Sinn machen als bei mir, wenn ich YouTube mache und Minecraft-Content bringe. Mhm. Wer würde eher einen Auftragsmord begehen? Das ist ja so Jurena-Style. Ja, was heißt das denn? Immer. Jurena macht immer so die komischen Sachen. Sachen, die jemand anderes machen würde. Ich weiß. Das kommt mir nicht so an. Diese tollpatschigen Sachen und diese Bad Girl Sachen. Das macht keinen Sinn. Hä? Wieso? Okay. Das macht auch Sinn. wer würde sich eher ein Tattoo auf die Stirn tätowieren lassen? Nein, ich würde das nie machen. Aber ich oder was? Das war hier so fett irgendwas draufschreien. Das sieht ja richtig kacke aus. Was würdest du, wenn du dir entstechen müsstest, dahin tätowieren? Keine Ahnung. Das weiß ich so spontan nicht. Ich würde so hin, Mama. Ich würde so mein Anime-Ich ausleben lassen. Und oh hier diesen halben von Sailor Moon. Oh, aber es sieht so hässlich aus. Ich könnte das niemals machen. Wer würde eher zu mir kommen, einen Bussi geben? Fruchtkörper? Niemand. Nein, ich kenne den nicht mal. Okay. Komm. Das ist auf jeden Fall sehr schlau, solche Fragen zu stellen, weil wir dich nicht mal kennen. Wer würde eher für einen Job seine Familie im Stich lassen und kann man wegziehen? Keine Ahnung, aber das kann man nicht okay, im Stich. Okay, warte. Wegziehen, ja, aber das kann man nicht im Stich lassen. Ja. Dann würde es machen, weil das ist aber nicht im Stich lassen, weil du gehst so deinen eigenen Weg, du bist erwachsen, du hast deinen Job, du willst was erreichen. Und damit lässt man seine Familie nicht im Stich, wenn du deine Ziele erreichen willst. Okay, wird man seine Familie dann gar nicht mehr besuchen und so, das ist ja wieder was anderes, aber ich zum Beispiel würde ja meine Familie auch noch weiterhin besuchen und sowas alles. Kann das dann ja keinen im Stich lassen. Und die Eltern würden an der Stelle auch sagen, geh, erfüll deinen Traum. Und meine Eltern wissen eh, dass ich nach Köln ziehen möchte, aber mal gucken, was so die Zukunft bringt. Ist so. Wer würde sich eher nur noch von Pizza ernähren? Eindeutig. Ich weiß aber eigentlich auch, man, auch wenn ich nicht so Pizza-verrückt bin, weil ich nicht bin verrückt. Ah, nur mit Döner-Pizza und ich. Hast du gerade eine Naruto-Frage fast übersprungen? Wer würde eher bei einer Naruto-Folge ausrasten, als ob ich mir sowas gebe? Wer würde eher Milch mit Gift verwechseln? Ja, klar, also Jurena. Wer würde mich eher abonnieren? Niemand. Meinst du? Keine Ahnung. Er hat auch schon niemand geantwortet. Ja, Leon hat schon niemand geantwortet. Da bin ich sogar auf seinem Profil gekommen. Oh. Wer würde eher einen Tisch essen? Natürlich mit Beilage. so verfressen wie sie ist, wird sie zur Not auch noch einen Tisch essen. Also. Wer würde eher fremdgehen und dann extra noch Ferrero markiert? Nein. Du würdest mir fremdgehen für Ferrero. Okay. Okay, ja. Das war's dann mit dem Video. Sie würde mir fragen, Sarah. Nein, also. Ich mach Schluss. Oh. Paul, na? Nein. Wer würde eher ein lebendes Schwein töten? Soll man ein totes Schwein töten oder was? Also, Jurena, ich würde euch das gar nicht trauen. Tiere töten, Alter. Ich würde da so losheulen. Ach so, sicher. Eine Spinne mit einem Staubsauger aufsaugen. Guck mal, hier eine Prototyp-Hausfrau, wie man sie aus dem Buche kennt. Boah, jetzt das lange Ding da ganz. Oh. Die hat ja nicht getötet. Ist aber bestimmt daran gestorben, du. Sie sagt, ich töte keine Tiere und bestimmt ja, 10.000 Insekten gekillt. Also, keine Ahnung. Ich glaube, da war eher so die Frage von so Tieren und nicht so eklige Insekten. Oh. Dennis TJ hat mir geantwortet. Wer ist das? Von Alina Moore, der Freund. Oh. Wer würde eher mit einem Einhorn durch die Welt fliegen? Bin nicht mal so ein Fan von Einhörner. Irgendwie alle Mädchen so, Einhörner, aber irgendwie juckt mich das so gar nicht. Ach so. Ich hab da so eher andere Interessen. Also dieses Lachen, also auf Knopfdruck auf. Wer würde sich eher einen Hentai mit mir anschauen? Also ein Hentai ja, aber nicht mit dir, weil ich dich nicht kenne. Oh. Nee, sowas gucke ich nicht. Man guckt schon Hentais, Alter. Wer würde eher einen Fortnite-reinen Kanal machen? Eigentlich ist Fortnite auch nicht so mein Spiel, aber ja. Egal, auf jeden Fall Leute, war's das mit dem Video. Das war schon die letzte Frage und das Video war ein etwas
kürzeres Video, ne? Nein, auf jeden Fall war es das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Alles gut. Okay, Orena. Alles gut?